Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bioshock Remastered. Bewertet den Part und viel Spaß. Hey Digga, was redest du denn so viel? Kannst du mir mal erklären, warum seit fast 3 Wochen ein riesiges Loch in der Wand hinter deinem Scheißhaus ist? Ich heiße zwar nicht Shakespeare, aber ich versuche hier ein anständiges Theater zu führen. Die Arbeiter aus Port Neptune kommen hierher und erwarten sich ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung. Aber sie können an nichts anderes denken als an den Gestank, der aus deiner Kloschüssel kommt. Bring das in Ordnung. Oh, wieder mal Silvester. Wieder eine einsame Nacht. Ich will ausgehen und du sitzt denn hier feist aus fest bei der Arbeit. Naja, wen wundert's? Dann nehme ich wohl noch einen Drink. Es ist gerade ein Bug und es wird gerade alles abgespielt. Das dümmste Mädchen von Rapture. Was ich eingesammelt habe? In Andrew Ryan zu verlieben. Dumm genug. Was ist passiert? Ich blute! Oh Gott! Was passiert hier? Seid ihr fertig jetzt? Kann ich jetzt endlich mal spielen? Introvertiert. So, hacken. Einfache Platte wirkt gerade Fließrichtung. Ah. Okay. Erst brauche ich noch die beiden. Yeah. Ja, okay, ich will mir jetzt erstmal Sachen kaufen. So. Wie viel kosten die denn? Oh, 25. Oh. Stellt zwar kleine Mengen Gesundheit wieder her, entzieht aber auch eine Menge. Ah, oh. Okay. Das kann ich auch hacken. Oh, ah, ich habe nur eine begrenzte Zeit, okay. Shit, nee, das geht nicht so. Das geht auch nicht. Okay, der geht. Okay, nein, den brauche ich ganz oben. Den. Den. So, okay. Abgeschlossen. Was hat mir das jetzt gebracht? Willkommen im Zirkus der Werte. Oh. Ja, was hat mir das jetzt gebracht? Ich schätze, das kann mir atmen. Finde und benutze Notfallsteuerung. Achso, nein. Ein Verkaufsautomat bietet diverse Objekte zum Kaufen. Die meisten Verkäufer haben ganz unten Objekte, die erst verfügbar. Okay. Ja. Ja, wer labert denn da die ganze Zeit oben eigentlich? Moment. Lag. Ah, ich hab hier auch. Ah! Panzerbrechend, okay. Ich würde ganz gerne erstmal kurz hier gucken. Okay, oben komme ich safe nicht weiter. Alles klar. Okay, dann kann ich jetzt da unten lang gehen. Oh, lol! Wo bist du denn her? Wirklich so Spezialmunition. Okay. Ich kann.
Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, wenn du nicht stirbst durch einen Headshot, ne? Dann wärst du echt ein bisschen komischer Mensch. Ah, okay, jetzt funktioniert's. Adam und Ryan. All die langen Studienjahre. War ich überhaupt ein Chirurg, bevor ich ihnen begegnet bin? Wir haben mit unseren Skalpellen und unserer billigen Moral rumgefuchtelt. Ja, natürlich haben wir das ein oder andere Geschwür entfernt, aber haben wir irgendetwas bewirkt? Nein. Doch mit Adam wird alles möglich. Ryan hat uns von der falschen Ethik, die uns so lange behindert hat, befreit. Verändere dein Aussehen, dein Geschlecht, deine Rasse. Du allein entscheidest, was du sein willst. Niemand anders. Dein Geschlecht verändern? WTF. Oh, hallo. Wenn du durch den Notzugang willst, brauchst du den Schlüssel von Dr. Steinman. Er hat das Sagen in diesem Laden hier. Ich glaube aber nicht, dass er ihn dir einfach so überlassen wird. So ein Menschenfreund ist Dr. Steinman leider nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob er überhaupt noch ein Mensch ist. Jetzt habe ich die Tür da hinten geöffnet, okay. Come to me. Ah. Was ist schon? Nein, das war's nicht. Wo bist du denn hier? Das war's jetzt aber. Lalalala. Okay. Also irgendwie, ne? Hack den Bot doch mal. Ja, hab ich doch. Hä? Welchen? Der da war? Den hab ich doch gehackt. Oder was meinst du? Kann ich... Ich kann mir erstmal nochmal... Für Schrotflinte... MG-Munition. Da kann ich mir nichts holen. Kostet 16, 20. Kostet 2. Ja, ich hab den doch schon. Du meintest doch den. Oder hast du es geschrieben, als ich den noch nicht gehackt hatte? 27? 6 Minuten? Ja, kommt vielleicht sogar hin. Ich wollte halt erstmal warten, bis alle zu Ende gelabert haben. Mal klingeln. Halt die Augen nach Steinman offen. Der bescheuerte Mistkerl hat sich in der Chirurgie eingenistet. Wenn du ihn finden willst, brauchst du einfach nur der Blutspur zu folgen. Okay, Eli. Adam stellt einen Experten vor ganz neue Probleme. Wenn die Werkzeuge besser werden, werden auch die Erwartungen höher. Es gab eine Zeit. Denk dran, es gibt einen knackigen Kurzschluss bei den ganzen Maschinen da, wenn du sie mit dem Elektroball triffst. Kann der jetzt vielleicht weitersprechen? Da ist noch einer. Oh, die! Ugh.
So, erstmal wieder hier, ne? Kann ich mal wieder nochmal gehen, bitte? Danke. Schön sprinten. Ich glaube, ich hatte eben ein paar Lags. Könnte man an mir noch besser machen. Vieles. Mit Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Was ist, wenn ich zwar etwas noch Vollkommeneres erschaffen könnte, meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht? Gute Frage. Ich war im Straflager und erst 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft gehört. Ein Arzt hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden. Dann hat er gefragt, woher ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, Internet. Manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien, du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt, wenn sie schon sowas machen... Sollten Sie es wenigstens ordentlich machen. Bin ich auch der Meinung, ja. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich soll der Blutspur folgen, ne? Deswegen gehe ich überall erstmal dahin, wo nicht die Blutspur ist. Munitionsautomat. Ja, ich brauche mehr Geld. Okay, da darf ich nicht hin. Okay, Ja, es geht nicht! So, mach ich halt dahin erstmal. Den hier brauche ich, danke. Dann so ein. Besten noch so einen länglichen, danke. Der geht da hoch, das kann er gerne machen, ja. Den länglichen Eimer. Mache ich den dahin. Den. Den. Den und... So einen. Ah. Hacken erfolgreich, aber was bringt mir... Erst hacken, dann kaufen. Ja, das macht alles günstiger, oder? Ja. Das hat den jetzt um 15 Dings günstiger gemacht. Das macht natürlich Sinn, ja, Eli. Du hast recht. Ich habe davon Kenntnis erhalten, dass einige Bewohner Mittel und Wege gefunden haben, die Ausgabeautomaten zu manipulieren. Es scheint bedauerlicherweise notwendig zu sein, die Einwohner von Rapture daran zu erinnern, dass die Marktwirtschaft das Fundament darstellt, auf dem unsere Gesellschaft beruht. Parasiten werden bestraft. Zuerst mal Munition gekauft. So, dann kann ich den auch kurz hacken. So, dann habe ich das schon mal. Dann kann ich das machen. Dann kann ich den... Bis dahin. Okay, ich kann nicht mal, ich kann die nicht mal aus... Okay. Hier war doch irgendwo so ein Verbandskasten-Ding, oder nicht? War hier nicht irgendwie... Was ist das da? Ja, und dann bekommst du mehr Stuff zu kaufen. Echt? Bekomme ich dann mehr? Hier, heilen $16. Hacken. Hacken. Das kommt von da, alles klar. Dann würde ich sagen, hätte ich gern das. Gern das. Dann nehme ich gern einen da nach oben. Nehme ich noch einen nach oben. Der ist perfekt hier. Und hiervon habe ich ja auch genug. Zack. Ich kann mich immer noch nicht heilen, weil ich habe nicht genug Geld. Echt? Mehr Stuff auch?
Also hier war ich überall, ne? Ich glaube schon. Wer heult hier? Hacken. Das Hacken finde ich richtig gut, ey. Das macht richtig Spaß. Okay, den bitte nach da, genau. Und den nach da, den nach dort. So einen habe ich gerade nicht. So, so, so. Fertig. Nice. Kostet aber immer noch 10. So. Ne, mehr kriege ich nicht. Oder meinst du, die hier geben, also die Sachen an sich geben dann mehr? Also anstatt 30 von den Dingern für so und so einen Preis kriege ich so 40 von den Dingern. Stellt dir eine einfache Frage. Bist du ein Mensch oder ein Sklave? Kommt drauf an. Was? Ah, die panzerbrechende Munition zum Beispiel. Die hatte ich vorher, glaube ich, auch schon bekommen. Bin ich der Meinung. Kartoffelchips! Ich bin der Meinung, konnte ich vorher auch schon kaufen, Eli. MG-Patronen. Bisschen Alkohol. Kaffee! Mehr gibt's hier nicht? Alter, was explodierst denn du auf einmal einfach so? Das kam unerwartet. Die panzerbrechende Muni ist vorher nicht freigeschaltet. Ach, echt nicht? Ah, oh, okay. Als Picasso die Porträtmalerei zu eintönig wurde, hat er die Menschen durch Würfel und andere abstrakte Formen dargestellt. Man nannte ihn ein Genie. Meine gesamte Laufbahn als Chirurg verbrachte ich mit den gleichen langweiligen Formen. Wieder und wieder. Die begradigte Nase, das markante Kinn, die wohlgeformten Brüste. Wäre es nicht wunderbar, wenn ich das, was der alte Spanier mit dem Pinsel tat, mit dem Messer tun könnte? Ja, das wäre geil. Und warum kannst du hier nicht hochspringen? Komm schon. Zum 5 Ki- Sicherheitskameras. Ich kann diese Teufelsdinger überall um dich herum hören. Sie sind Ryans Augen und Ohren. Okay, ich kann sie nicht kaputt machen. So 5 mm Sprünge oder so, weißt du? Schafft er nicht. Konnte ich hier nicht gerade. Ich könnte gerade Patronen nehmen, oder nicht? Oh! Körpertonika! Neues Tonika, Hackers Delight. Mit Hackers Delight wandelt ihr Körper den veränderten Strom einer gehackten Maschine in ein leistungsstarkes Heilmittel um. Hacken und heilen. Oh, wie cool. Du hast dein erstes Körpertonikum erhalten. Tonika machen dich stärker und mächtiger. Sie werden gesondert von Plasmiden und anderen Tonikum-Typen ausgerüstet. Okay. Cool. So Leute, das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.